Willkommen zurück zu Resident Evil Zero. Immer noch mit Billy, Rebecca und Sai. Immer noch ohne Olli. Irgendwie ist das Spiel... Ich weiß nicht. Mit Gastkommentator finde ich es spannender. Ihr vielleicht nicht, das ist präferenzabhängig, aber... Naja, irgendwie... Resident Evil ist halt ein ruhiges Spiel. Und da hat man irgendwie viel Zeit, zwischendurch zu labern, aber... Wenn man hier allein Unterhalter spielen muss, dann... Naja. Sagen wir es so. Ich wäre lieber... Oh, habe ich hier die ganzen... Ach richtig, ich bin ja hier mit Billy durchgelaufen, weil... Becky am Runterfallen war. Okay, ich muss diese Kräuter hier unbedingt mal irgendwann aufsammeln. Weil da sind zwei grüne und noch ein rotes. Auf jeden Fall, die will ich mir auch sichern. Und das Blaue mache ich mir jetzt eigentlich weniger Sorgen. Naja, muss ich nachher mal dran denken. So. Wo gehe ich denn hin? Wo gehe ich denn hin? Der Weg hat zu der Leiter geführt, da müssen wir jetzt nicht hin. Wir haben gerade den blauen Schlüssel. Für den blauen Schlüssel kenne ich eine Tür, die mir jetzt spontan einfällt. Oder sollen wir uns erstmal um Shit! Stimmt, den habe ich stehen lassen. Willst du mal sterben lassen? Gut. Also wie gesagt, für die blaue Tür fällt mir spontan eine Tür ein. Die war da oben, wo wir den Granatenwerfer gefunden haben. Aber... gerade nicht ganz so sicher, ob wir nicht erstmal irgendeine Rittertür besuchen sollen. Von den Rittertüren fällt mir aber gerade... Na, da fallen mir zwei Stück ein. Ich weiß gar nicht, wie viele es gibt. Gab es drei oder vier? Durch eine sind wir durchgegangen. Also hier in der Haupthalle ist bereits eine Rittertür. Nämlich hier die Eingangstür. Die war durch Ritter verschlossen. Naja. Erstmal ein bisschen Sachen loswerden, würde ich sagen. Oh, nicht freies Inventar. Nee. Ja, das glaubst du nicht. Los, Billy! Ess die Säuregranaten! Ablegen, ja. Aber vor allem Becky hat einiges, was wir nicht brauchen. Ablegen, ja. Und das brauchen wir, glaube ich, auch nicht. Die Farbbänder. Nein. Jetzt haben wir wieder das Problem, dass man in diesem Raum nichts mehr ablegen kann. Kompliziert. Ich nehme noch ein Erste-Hilfe-Spray mit. Für den Fall der Fälle. Und lege dafür noch die Platte ab. Ah ne, die Platte habe ich schon abgelegt. Was wollte ich noch ablegen? Naja, okay, wenigstens die Magnum-Muni. Eine Magnum. Ein Patronenschuss für die. Na gut, die Knarre könnte ich. Die Knarre kann ich nicht ablegen, da kein Platz und so. Na gut. Ist erstmal okay, ich glaube, das sollte reichen. Ich habe mich entschlossen, wir kümmern uns erstmal um die eine blaue Tür. Was? Ach ja, wir sind ja durch. Genau. Das habe ich ganz vergessen. Habe ich mich da eigentlich schon umgeguckt? Ob ich da nichts vergessen habe? Das Ganze ging so schnell letztens. Vor allem, weil ich weggerannt bin. Kurz mal eben gucken, ob ich irgendwas vergessen habe. Oh, Spinne! Ja, genau. Stell dich einfach dahin. Die Tür war jetzt... Stimmt, die war zuerst zu, jetzt ist sie offen. Gut, der Kollege liegt immer noch da auf dem Boden. Ja, du bewegst doch deinen Kopf. Du bist nicht so tot, wie du aussiehst. Sie können den Schrank nicht öffnen. Die Tür ist beschädigt. So ein Mist aber auch. I'll check it out. Roger. Genau, bleib du mal da.
lass Becky mal allein mit dem Zombie da im Raum. Kann ja nur gut gehen. Ich wollte eigentlich, wollte sie da lassen, damit sie nicht zufällig, da ich sie ja nicht steuere. Ah, Affe! Okay. Hui. Der Raum ist aber, glaube ich, uninteressant, oder? Au. Jetzt wollt ihr mich wieder zu Tode kommen, Mon? Ich kenne euch! Ich kenne. Ah! Nein! Nein! Nun so verlor Chris seine Partnerin schon wieder. Was? Billy war Chris' Partnerin? Ja, so war das. Na gut, wir sehen uns gleich nochmal da, wo ich diesmal nicht runtergehen werde. Bis dann. Willkommen zurück nach dem Affenrape. Nicht dem Affenrap, sondern dem Affenrape. Wie peinlich. Ich bin, glaube ich, an dieser Stelle jetzt schon zweimal gestorben. Und beide Male? Na gut, beim ersten Mal eigentlich nicht. Aber jetzt beim zweiten Mal eigentlich war die Ursache, dass ich mich nicht wehren wollte. Nicht, dass ich mich nicht wehren wollte. Ich wollte mich nicht wehren. Ich wollte jetzt keine Munition auf diese dämlichen... Was geht denn hier ab? Ich will hier eigentlich gar nicht hoch, aber ich höre irgendwas. Was geht denn hier ab? Uah! Kakerlaken! Schnell runter! Selbe Situation wie mit den Affen. Die müssen nicht getötet werden, deswegen können sie da oben bleiben. Die interessieren gerade gar nicht, die Kakerlaken. Genau wie die Affen da unten, die haben auch nicht interessiert. Da ist meine Munition viel zu wertvoll für. Viel zu wertvoll. Ich bin ja hier nicht der Kammerjäger. Ne, Becky? Dachte ich mir. Das ist wahrscheinlich das Kunstzimmer. Was ist das? Wieso tauchen ab und an so eine komischen Geräusche auf? Schon wieder. Seltsam. Das ist doch eine Wassertür. Ja. Oder so. Mal muss man es selber machen, mal nicht. Diesen Schlüssel brauchen sie nicht mehr. Wegwerfen? Nö. Steck ihn noch Billy in den Po. Ist mir egal. Gut, dann haben wir wieder mal ein Inventar-Space gewonnen. Das ist natürlich super. Kann sie noch mehr weitere sinnlose Sachen tragen? Übrigens, beim Replay habe ich jetzt auch die Kräuter aufgehoben, wo ich erzählt habe, die muss ich mir noch offscreen irgendwo mal holen. Schon getan. Dabei ist zwar wieder mal ein Delfin gestorben, aber naja. Nein! Der Markus! Was macht der denn hier? Immer auf solchen engen Fluren, ey. Der ist auch gerade sehr einfallsreich. Obwohl, es ist gerade eigentlich erst der zweite Flur, auf dem er bis jetzt aufgetaucht ist. Was ist das denn hier, ein Archiv? Diese Papieren scheinen mal irgendwelche Fotos enthalten zu haben. Aber sie sind längst nicht mehr zu gebrauchen. Tja. Das ist wahrscheinlich auch ziemlich uninteressant gewesen, was da drauf war, Billy. Das... Nein, wirklich? Was ist jetzt hier in dem Raum eigentlich los? Sieht aus, als wäre diese... Keine Sorge, wir machen gleich weiter, Dr. Markus. Kurze Sekunde. Als wären diese Geräte erst kürzlich benutzt worden. Ja. Da hätte ich was. Ein Schraubstock. Ja, den nehmen wir doch gerne mit. Fail, Dr. Markus. Fail. Da habe ich doch gut rummanövriert, oder? Wie er sich einfach spontan verwandelt. Ich meine, seine anderen Formen sind schon hässlich genug, aber wenn er sich verwandelt, dann übertreibt er es so irgendwie damit. Der andere ist auch noch hier. Hallöchen. Wir ignorieren ihn großteils. Denn soweit ich weiß, kann man den nicht wirklich töten. Außerdem scheint es ja mehrere zu geben.
Was ist das denn hier? Sieht aus wie ein Saloon. Barkeeper, eine Milch. Oh, ein Piano. Klavier. Für Piano. Und diese Wand sieht sehr verdächtig aus. Der Schrank ist voller kleiner Flaschen. Das scheint nichts Besonderes dabei zu sein. Nichts Besonderes. Schlechter Alkohol. Der bringt's nicht. Da müsste ich mich ja tot saufen, bevor ich besoffen werde. Nee. Uninteressant. Uninteressant, uninteressant. Wir gucken uns mal offensichtlich das Klavier an. Eigentlich müsste Rebecca das Klavier spielen. Oder? Naja, ich bin mir nicht ganz sicher. Weil im zweiten Teil muss, im ersten Teil muss sie doch, da ruft man sie ja mit Chris, um das Klavier zu spielen, aber sie kann es noch nicht und muss üben. Vielleicht muss sie hier auch erstmal üben. Das Klavier ist völlig verstaut, sieht aber noch okay aus. Klavier spielen? Mit Billy? Ach, Billy kann auch kein Klavier spielen. Rebecca setzt sich jetzt bestimmt daran. Billy! Bisschen schräg, Billy, aber anscheinend kann man die Tür trotzdem damit öffnen. Glück gehabt. Okay, praktisch. Ja, da brauche ich jetzt. Okay. Tja. Kann ich sie hier reinschicken? Denn hier ist. Oh, sieht aus wie Magnum-Munition. Da haben wir ja schon zwei Schuss, wenn es wieder ein Schuss ist. Wieder extrem viel. Eine Flasche, die ich nicht brauche, und eine Batterie. Batterie mitnehmen? Ja. Warum nicht? Es sei denn... Ach, shit. Genau das dachte ich mir gerade. Es sei denn, dann geht die Tür zu. Nochmal Klavier spielen? Was ist, wenn wir es andersrum gemacht hätten? Wenn Billy reingegangen wäre und Becky draußen? Klavier spielen? Ja. Also ich persönlich hätte ehrlich gesagt Billy nicht für so gebildet gehalten, als dass er Klavier spielen könnte. Vielleicht unterschätze ich Billy manchmal ein bisschen, das kann gut sein. Jetzt sollte es eigentlich klappen. Ja, genau. Let's go! Ja. Let's go, Billy! Let's go! Okay. Ne, er sagt immer nur, ja. Ja, nein, ja, nein, nein, ja, okay. Let's do it. Dann gehen wir wieder raus in den Flur mit Dr. Markus. Ich hoffe, dem können wir jetzt irgendwie entgehen. Ah! Lass mich doch in Ruhe. Ich war noch gar nicht aus der Ladesequenz. Ich hab doch angegriffen und da kommt ein Arm geflogen, ey. Ja, genau. Die Zeit neigt sich dem Ende zu. Dankeschön. Ist mir bewusst. Ich hoffe, der Raum ist leer. Gut. Das sieht gut aus. Also... bis zur nächsten Folge.